Boah. Alter. Wer hat die denn gebacken, ey? Kannst du ja nehmen als Türstopper für die Kabine. Andi, Schuss oder Flanke? Du entscheidest dich auch wie so ein Keks an der Börse, du Spekulatius. Ja, verspekuliert hat sich auch dem UEFA, ne? Katar spielt die WM-Quali in Europa. Da war Erdkunde aber auch nur ein Nebenfach, ne? Bestimmt kein Geld geflossen, ne. Aber wenn Katar schon bei Europameister Portugal in eine Gruppe spielt, ne, da will ich jedenfalls, dass die mit der Nationalhymne auflaufen. Die Karawane zieht weiter. Stefan, mehr Einsatz! Bist du krank? Ich schick dich mal zu Dr. Dirk Schweiß in der Wettkampfpraxis. Oh, die WM in Katar wird eh super, ey. Start ist November 2022. Richtig geil, beim Public Viewing, ne? Wenn du dem Vordermann einfach mal den Glühwein in den Nacken kippst. Ja, sicher, damit er erstmal weiß, wie die Spieler sich auf dem Platz fühlen bei 45 Grad. Jungs schaffen die Quali eh nicht, ne? In der Todesgruppe hier. Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien, Liechtenstein. Ferdinand! Doch, der Gang wirst du auch nicht mehr, ne? Du kannst weder nageln noch die Dinger reinmachen. Jogi Löw, Jogi Löw, Jogi Löw. Was ist das denn jetzt? Jogi Löw, Jogi Löw. Mensch. Jogi, Glück auf. Was gibt es? Uwe, dass du nicht an uns glaubst, da bin ich sehr enttäuscht. Da herrscht bei mir vielleicht dann auch mal Explosionsgefahr. Ja, ich höre schon, wie die Lunte brennt, ne? Pass mal auf, Jogi, wenn du explodieren willst, dann kommst du zu mir, kriegst einen kostenlosen Kurs, ne? Da wird es jedenfalls einmal wieder authentisch. Hallo? Hallo? Aufgelegt, ey. Explosionsgefahr, ey, hat der wie eine Wunderkerze. Kevin! Das Ding musst du machen! Sitzen wir im Bordell an der Bar, dann frisst du auch Puffreis, ne? Ja, und die Schalke-Tasmania-Tour, die geht weiter in Augsburg, ne? Boah, ey, das kannst du auch keinem erzählen, ne? Wenn du mit deinen Enkeln später mal zurückguckst, ne? Und sagst, was war da los? Dann siehst du diese ewig lange Corona-Pandemie. Da fragen die Enkel, wie lang ging die denn? Ja, so zwei Schalke-Siege. Da kriegst du auch eine geballert. Ferdinand, wo ist denn deine Hose? Letzte Woche spielst du hier ohne Trikot und hast einen steifen Nacken. Jetzt spielst du ohne Hose und hast... Zieh die Hose an! Boah, und dann in der Bundesliga. Mainz gegen Köln. Am besten wie Karneval. Absagen. Wobei, ich habe meinen dicken Hermann letztens gesehen. Hermann! Nächste Woche steht im Tor eine Puddingschnecke. Die ist zwar auch sau langsam, aber die habe ich jedenfalls zum Fressen gern. Boah, ey. Dem dicken Hermann, ne, muss dir vorstellen, hat ausgeholfen als Engel. Als ich den im Engelskostüm gesehen habe, habe ich gemerkt, wie groß der Fachkräftemangel in Deutschland ist. Boah, ey, die Klamotten, ey. Boah, wer hatte denn hier Waschdienst für die Trikots? Ferdinand! Hat dir Ferdinand seine Ollen mitgegeben und die hat wieder diesen Weihnachtsweichspüler, ey. Deswegen liegen die ja auch alle auf dem Platz wie die Zimtsterne. Männer! Hart rein da jetzt! Wenn ihr nachher was von eurer weiblichen Seite zeigen wollt, dann fahrt der schöne Beul in eure Karre und beschuldigt jemand anders.